Grüß Gott, die letzte Reihe. Ich kann es euch gar nicht vorstellen, wie verwirrt ich bin. Ich habe vorhin ein Foto machen vergessen für das Thumbnail. Oh Gott. Das ist sehr interessant. Ich fange auch lieber gleich mal an, weil ich habe da so viel in der Hand. Da liegt so viel und da drin liegt auch noch so viel in dem Behindertenchor. Und deswegen fange ich mal, glaube ich, mit Gesichtsreinigung an. Oder? Oder fangen wir mit Fußsachen an? Weil da habe ich einmal den Schaum. Das ist mein Backup, weil ich habe den noch einmal. Das ist von Hildegard Borgmann, den Mango Fußschaum. Dann habe ich noch die Moringa Fußbutter als Backup. Ich habe da eh noch so viel Zeug davon, aber ja. Dann habe ich hier zwei Fußpeeling. Es müsste aber irgendwo noch ein drittes rumfliegen. Das kennt ihr, das brauche ich jeden Monat auf. Da kaufe ich mir aber jetzt keins mehr nach. Da ist das dritte Fußpeeling. Wunderschön. Wunderschön. So. Machen wir doch Gesichtsreinigung als nächstes, weil ich glaube, da habe ich gar nicht so viel. Glaube ich. Ich habe einmal ein BB-Waschgel. Das habe ich zu Ostern bekommen von der Arbeit. Ich habe bis jetzt noch. Ich hatte mal früher ein BB-Waschgel und fand das nicht toll. Deswegen bin ich gespannt, wie das ist. Dann habe ich hier ein Micellenwasser von Lancôme. Das habe ich auf einer Schulung bekommen. Das muss man schütteln. Und kann man dann als Micellenwasser nehmen. Entweder zum Abschminken, glaube ich auch. So. Dann habe ich noch eine Reinigung von Freeman. Die sieht so aus. Und ich glaube, irgendwo müsste noch eine von Declaré sein. Fragt mich aber jetzt bitte nicht, wo. Mir ist was runtergeflogen. Dann als nächster, ich weiß, das ist so durcheinander, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es da ausschaut. Rasierschaum. Habe ich noch ein Backup von meinen Coco Melon. Ich habe keinen Platz mehr, aber ich hätte das noch gern. Ich würde das gern noch bunkern. Leute, ich mag mich noch. Jetzt nicht nochmal runterfallen. So. Dann habe ich noch Rasiergel Sweet Mandarin. Ich halte es nur kurz in die Kamera. Ich hasse das. Nochmal Rasiergel, dann komme ich zu denen auf meiner Schoß, weil sonst zucke ich noch aus. Noch ein Rasiergel, das habt ihr erst vor kurzem in einem Haul-Video, glaube ich, gesehen. So wie das hier. Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Ich glaube nicht mehr. Noch ein Rasiergel. Meine Güte. So, jetzt fange ich mit dem auf meiner Schoß an, weil sonst. So, mein Backup von meinem Handpeeling. Dann habe ich hier die Handdesinfektionsgele, die zeige ich euch ganz, ganz schnell. Zweimal das Red Velvet, sieht so aus. Habe ich noch eines auch in der Arbeit. Dann habe ich noch ein Limette, das fand ich ja nicht so gut. Ein Raspberry als Backup. Dann zweimal, na warte mal, dann eines von Essence. Und zweimal das Schoko. Das sieht so aus. Und das Schoko mochte ich am liebsten. Dann kommen wir zu Handcremes, weil die pieksen mir da meine Oberschenkel auf und irgendwo fliegt gleich wieder eine Handcreme. So. Die lasse ich gleich auf der Seite, weil die werde ich meinem Vater schenken. Die habe ich, glaube ich, zu Weihnachten gekriegt von der Arbeit. Die werde ich meinem Vater schenken. Ich habe so viele Handcreme, ich brauche nicht so viel. Ihr werdet es gleich sehen. Dann habe ich noch eine von der Hava. Das ist die Velvet Handcreme. Sieht so aus. Dann habe ich noch eine von der Hava. Das ist halt der Vorteil, wenn man in anderen Filialen einkaufen geht. So, dann habe ich noch eine Handcreme. Das ist die, die habe ich aber als Tester bekommen von der Arbeit. Dann noch eine Handcreme von Clarins, die habe ich auch noch in der Schachtel lassen. Die sieht so aus. Das ist die neue Limited Edition. Ich habe sogar noch eine in irgendeiner Handtasche von einer anderen LA. Die habe ich von einer Kundin bekommen. Das ist eine russische Handcreme. Sie hat gesagt, die ist wirklich gut. Bin gespannt. Ich meine, ich habe noch so viel. Ich weiß gar nicht, wann ich die mal verwenden kann. Dann habe ich eine von Yves Rocher. Das ist die Hafer. Sollte ich jetzt bald mal aufbrauchen. Dann habe ich hier ganz, ganz viele von Essence auch. Und eine noch von Balea. Das ist die hier, die Buttermilch-Zitrone. Dann eine Yves Rocher in Mini. Das ist die, die man immer zu den Einkaufen dazu bekommt. Die hole ich mir ja immer, weil die finde ich richtig, richtig süß. Dann habe ich noch zwei von denen hier. Das war mal aus einer Kollektion mit diesen Cake Pops, wenn ihr euch noch erinnern könnt.
Einmal habe ich Cherry Coconut und Vanille und Cinnamon. Ich hoffe, das stinkt nicht, weil ich bin kein Zimt-Fan. No way, das geht. Das geht. Und die Kokos? Ja, das ist auch gut. Ich habe eine andere, die fast leer ist und die kriege ich einfach nicht leer. Das war diese, irgendwas mit Cookies und Almond, glaube ich, hat die geheißen. Ich finde, da ist relativ wenig drinnen, aber ich kriege die nicht leer. Ja, die gab es mal ganz, ganz, ganz langes her. So wie die hier. Da habe ich ja drei Backups gehabt, glaube ich, von der da. Von der, wenn das nicht irgendwo rumfliegt, fragt mich bitte nicht. Oh, ich habe drei Backups gehabt, nur eine Banane habe ich aufgebraucht. Das ist diese, das war meine Lieblingsreihe von den Handcremes. Das waren diese Banane und Dark Chocolate. So sieht das aus. Das ist meine allerliebste Handcreme und ich will die nicht aufbrauchen, aber ich sollte. Dann habe ich noch einmal Kiwi und einmal Erdbeerschoko. Das waren die besten Handcremes, die Essence jemals rausgebracht hat. Wirklich. Die gab es dann eine Zeit lang wieder, also zumindest die Banane. Dann habe ich... Ich hasse es. Mir fliegt dauernd irgendwas runter. Ich meine, es ist ja eigentlich gang und gäbe, dass mir was runterfliegt, aber jetzt ist es übertrieben. So, Burt's Bees, das ist so eine Nagelhautcreme. Keine Ahnung, ob ich die jemals aufbrauchen werde. So wie Wattepads habe ich auch ganz, ganz viele Backups, weil bei Müller gibt es jetzt aktuell eine neue. Und die fand ich so cool. Das ist mit Ananas drauf. Und die habe ich zweimal. So. Dann habe ich hier viermal mein Augen-Make-up-Entferner. Den wisst ihr, den liebe ich und den brauche ich, aber viermal ist echt heftig. Aber ich brauche halt jeden Monat einen auf. Dann habe ich von Elisabeth Arden die Kapseln, die ich auch endlich mal aufbrauchen sollte. Aber ich sollte ja alles aufbrauchen, wenn es nach mir ginge. Und schon ist was geflogen. So sehen die aus. Habt ihr ja, glaube ich, in irgendeinem Video habe ich euch gezeigt. Ja, dann habe ich hier eine Tüte mit lauter kleinen Reisegrößen, die ich mir schon zusammensammle für irgendwann einmal hoffentlich meinen Urlaub in 100 Jahren. Bis dahin sind die Sachen wahrscheinlich eh kaputt. Also, ich habe einmal die Bodylotion Hafer von Yves Rocher. Die habt ihr auch vor kurzem in einem Haul-Video gesehen. Das Reinigungsgel von Yves Rocher. Dann habe ich eine Roche Bodylotion. Hatte ich noch nie. Keine Ahnung, wie das ist. Das habe ich aber schon länger. Das habe ich mal zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt. Und ein Roche Duschgel. Und dann habe ich noch ein Gesichtswasser, das ich zu Ostern bekommen habe. Ja. Sehr schön, oder? Dann habe ich noch eine Zahncreme. Die habe ich nämlich auch von der Arbeit bekommen, weil die ist neu. Ich weiß gar nicht, warum wir die geschenkt gekriegt haben. Aber ich finde es cool. Das ist schon die zweite, die ich mir nicht kaufen muss. Und das ist richtig praktisch. Dann habe ich als Backup die Antifalten-Augenpads, die ich eh kaum verwende. Ich sollte die mal wieder machen. Was sagen wir dazu? Lieber nix. Dann habe ich Cadea Vera Reinigungstücher. Ich habe doch noch welche. Moment. Ich habe 1, 2, 3, 4 und 5 Backups. Die brauche ich aber eh immer. Also. Dann habe ich einen Einwegrasierer. Warum zum Teufel habe ich sowas? Ja, werde ich gleich in mein Badezimmer geben, damit ich den aufbrauchen kann. Dann... Das ist noch lang nicht aus, Leute. Noch lang nicht. Sorry. Ah, Mami. Dann habe ich noch zwei Backups von diesen Dentol-Dingsbums. Wo ich diesen Ding habe. Die zwei Backups sind voll unnötig, weil ich komme mit dem Ding so lang aus. Dann habe ich noch zwei Trockenshampoo als Backup. Ich mit meinem Backups immer. Wahnsinn, ey. So, jetzt nehmen wir sich mal die Kiste davor. Ja. Oh, ich glaube, die werde ich meinem Freund schenken. Der hat nämlich danach mal gefragt und ich glaube, die waren auch für ihn. Die lasse ich gleich heraus und die werde ich ihm mal mitnehmen dann. Oder wenn er wieder zu mir kommt. Oh, das hat sich pissgelb verfärbt. Könnt ihr das sehen? Wird gleich ausgemistet. Sehr schön. Eins habe ich nämlich noch, das ist noch in Ordnung, aber das ist komplett pissgelb. Seht ihr das? Wird gleich ausgemistet. Yay! Dann habe ich hier mein zweites Anti-Zellulite-Orangenhaut-Dingsbums mit. Das habe ich mal von Yves Rocher noch geschenkt gekriegt. Ich hoffe, das ist noch gut. Sollte ich nämlich bald mal verwenden. Ein Cognac-Sponge, den ich eigentlich eh nicht brauche. Ja, vielleicht verschenke ich den. Dann habe ich hier, wow, sehr, sehr brav, ein Limited Edition Mandarine und Buttermilch Fußbad. Das
Das lasse ich heraus. Dann kann ich es aufbrauchen. Ich bin echt angefressen auf mich. Schaut euch das alles an. Fußbadesalz mit rotem Weinlaubextrakt. Oh ja. Wann habe ich mal das gekauft? Nee, das stimmt. Das ist von Müller Eigenmarke. Von der Müller Eigenmarke. Jetzt kann ich auch nicht mehr mal reden. So sieht es aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das habe. Oh, sagen wir am besten nichts mehr dazu. Dann habe ich hier ein Mini-Haarspray. Das könnte ich mir einstecken. Ja. Dann habe ich hier einen... Oh. San Ozon. Ich glaube, das ist von... Ja, von Rossmann. Das habe ich mal aus einem Tauschpaket bekommen. Oh Gott, ist das überhaupt noch gut? Bis 2018 haltbar. Ich habe so viel Sonnenpflege. Ich habe auch ein riesengroßes Lenkkäse. Das habe ich aber jetzt vergessen. Das hole ich jetzt nicht. Kein Bock mehr drauf. Ich bin noch bald durch. Gott sei Dank. Ich habe da noch ein paar Haarprodukte. Wieso habe ich so viel Haarzeug? Alter, ich glaube, ich spreche ein riesengroßes Kaufverbot aus. Das ist ja abnormal. Jeden Tag Shampoo. Bahama Stream von Balea. Ja, habe ich ja unbedingt gebraucht. Dann habe ich zweimal mein Hafer-Shampoo. Ich sollte wirklich nichts mehr kaufen eine Zeit lang. Wirklich nichts mehr. Gar nichts mehr. Dann habe ich hier die Hafermaske. Die habt ihr auch vor kurzem in Videos gesehen. Dann die Spitzenkur. Die mochte ich am allerliebsten. Und die Haarkur. Wo ich ja eh so viel zigtausend, Trilliarden, Millionen, tausend Sachen habe. Aber ja. So, schmeißen wir mal daher. Ich habe nämlich noch einen Sack an mit Gesichtspflege. Ich werde auch versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, weil im letzten Video hat sich jemand beschwert, glaube ich, dass ich das nicht gemacht habe. Also, eine Maske. Toll. Hildegard Brockmann Green Smoothie Maske. So sieht die aus. Die wollte ich damals unbedingt haben. Mehr muss man da, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen. Dann habe ich, ja, das ist das eine Reinigungspuder, was ich vorher gemeint habe, dass das noch irgendwo rumfliegt. Das ist von Declaré. Ja. Das hatte ich in klein, das mag ich sehr, sehr gerne. Nur habe ich halt noch so viel Zeug. Obwohl ich eh schon braver bin. Ich habe schon vieles jetzt aktuell in Verwendung. Eiseffektmaske Cranberry. Warum zum Teufel habe ich mir die gekauft? Das war es vor kurzem, oder? Sagen wir lieber nichts dazu. Sagen wir lieber nichts dazu. Dann habe ich von Yves Rocher eine Nachtpflege Anti-Age Global. Das ist die ich eigentlich als Dekolleté-Creme verwenden will. Eigentlich ist gut, ich werde sie als Dekolleté-Creme verwenden. Ich wollte nur vorher zuerst die Proben aufbrauchen, aber ich glaube, ich lasse das und brauche so schnell wie möglich alles andere auf. Dann habe ich von Blue Therapy die Creme in Öl. Die sieht so aus, als hätte ich sie fast fallen lassen. Die ist ein bisschen gelblich. Ja, die ist für jeden Hauttyp geeignet. Nur weil es Creme in Öl ist, heißt es nicht, dass fettig ist oder so. Sondern es ist eben eine ölhaltige Pflege, die aber für jeden Hauttyp geeignet ist. Ist auch eine Anti-Aging, also auch gegen Anti-Falten. Normal bis trocken. Ich habe geglaubt, das ist für jeden Hauttyp. Normal bis trocken steht da drauf. Okay, sorry, ich habe mich geirrt. Die ist nicht für jeden Hauttyp geeignet. Dann habe ich hier noch eine von BB. Die werde ich wahrscheinlich auch für Hals und Dekolleté dann verwenden. Ich bin jetzt nicht so der BB-Fan. Die sieht so aus. Habe ich zu Ostern bekommen. Ja. So viel Gesichtspflege wie ich habe, braucht kein Schwein. Dann habe ich hier eine Mini-Pflege von Biotherm. Das ist die für sensible Haut, die man aber auch als Augencreme verwenden kann. Das stimmt aber auch, keine Sorge. Nicht so wie bei der Creme in Öl. Dann habe ich hier für normal bis Mischhaut, was eigentlich nicht mein Hauttyp ist, fällt mir gerade auf, die Multi... Moment, die Blue Therapy Multi Defender Lichtschutzfaktor 25. Ja, diese auch Anti-Aging, ja genau, und gegen Pigmentflecke. Auch zur Vorbeugung ist das. Ja, ich packe sie euch mal aus, weil die ist dunkelblau, was ich weiß. Naja, mittelblau. So sieht die aus. Und heißt Multi-Defender. Ja. Oh. Dann habe ich noch eine von Biotherm. Und zwar ist das die Aquasource Everplum. Die habe ich ja vor kurzem auf Instagram gepostet, weil da waren wir auf so einem Biotherm-Event. Und die wollte ich unbedingt haben.
Die wollte ich wirklich unbedingt haben. So sieht die aus. Die ist riesengroß. Das ist so eine Schlafmaske. Also nicht Schlafmaske, aber man kann die halt als Maske verwenden. Die ist richtig... Die Konsistenz ist ja urgeil. Ich will die jetzt nicht aufmachen, aber ihr müsst mal in ein Geschäft schauen und euch die Konsistenz mal reinziehen. Die finde ich wirklich, wirklich cool. Und jetzt kriege ich es immer rein. Oh ja. Ja. Ist halt für jeden Hauttypen. Und es steht Sleeping Mask drauf. Das heißt, wenn man es ein bisschen dicker drauf macht, kann man es als Maske verwenden. Ja, Schlafmaske, habe ich recht gehabt. Mit was? Mit einem der Dunkelheit aktivierenden Eigenextrakten. Die ist richtig schwarz, die Creme. Also die ist echt, echt cool. Ja, dann habe ich noch von Lancôme die Visionär. Die neue Formulierung. Dann, das stelle ich aber daneben hin, weil sonst fliegt mir das irgendwo um. Ein Biotherm Liquid Glow Skin Best. Das habe ich auch vor kurzem auch in irgendeinem Video euch gezeigt. In einem Haul, glaube ich, oder so. Das kann ich auch bald verwenden. Mein Clarins wird heute leer, wenn ich es heute am Abend verwende. Dann habe ich noch von Clinique die Augencreme. Sieht so aus. Dann habe ich noch eine von Yves Rocher. Das ist die Serum Vegetal Antifalten Nachtpflege. Auch wieder Nacht. Die will ich auch wieder für Hals und Dekolleté verwenden. Sollte ich endlich mal, weil ich habe eh so viel Scheiß. Dann habe ich noch von Rival de Loup, die kennt ihr, die wollte ich eigentlich heuer verwenden. Ist noch bis 2018 haltbar. Na super. Scheiße. Ja, vielleicht kann ich sie heuer noch anfangen, ich hoffe es. Weil das ist ja diese Green Tea Reihe, der ich ja hinterhergelaufen bin und ich will sie nicht verwenden, weil ich, ja, weil ich einfach doof bin. Sagen wir es, wie es ist. So sieht das aus. Ich werde sie aber jetzt bald anfangen. Ich hoffe, ich kann sie noch bald anfangen, weil, ja, sie läuft halt bald ab und das ist halt schon schade, weil ich habe mich ja so gefreut. Oh, die läuft sogar noch früher ab. 10, 17, die Augencreme. Ganz toll. Da kommt echt Freude auf. Ich wollte sie eigentlich benutzen und da habe ich mir gedacht, na, das geht sich nicht aus. Ich benutze doch noch vorher die Biotherm, die ich jetzt habe. Und jetzt ärgere ich mich. Ich ärgere mich wirklich. Die Nachtcreme war die auch 11, 17. Ja, egal. Ich werde die wahrscheinlich heuer noch versuchen aufzubrauchen. Damit ich die nicht umsonst mir damals gekauft habe. Dem bin ich ja extrem hinterhergerannt, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Leute, ich habe es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es geschafft. Ich muss das diesmal fotografieren, nicht, dass ich Trottel wieder vergesse. Oh, ja. Ich werde es auch gleich umschlichten und mir wahrscheinlich ein paar Sachen rausnehmen, die ich jetzt dann benutze. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz meinem kleinen Chaos. Sorry, dass ich so ausraste. Aber ich habe so viel Scheiß. Ich sollte wirklich, wirklich nichts mehr kaufen. Überhaupt Sachen, die ich eh habe. Jetzt gibt es leider von Balea, glaube ich, so Kokossachen für die Füße. Brauche ich nicht. Ich habe den Schaum und das Ganze noch in Verwendung. Und habe das noch als Backup. Ich brauche das gar nicht. Ich muss mir auf die Finger hauen, wenn ich was kaufen will. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ich hoffe, ich kriege das alles wieder in meinen Kasten rein. Weil bei Duschgel hatte ich vorher Probleme und bei Bodylotion ging es. Aber bei Duschgel hatte ich fast Probleme. Da habe ich fast nicht alles reingekriegt. Aber egal. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Ich weiß, ich habe sehr viel Gesichtspflege. Sehr, sehr viel. Aber da bin ich auch ein kleiner Junkie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, was euer Lieblingsprodukt für die Haare, fürs Gesicht, für die Hände ist. Ich habe, na, ich sage jetzt lieber nicht, ich habe zu viel, weil das wisst ihr ja eh. Das habt ihr ja gerade gesehen. Aber auch für die Haare sollte ich mir nichts mehr kaufen. Ich habe so viel Zeug. Oder für die Füße, das habe ich komplett vergessen, dass ich das habe. Wie behindert muss man sein? Naja, jetzt werde ich dann mit meinem Hund rausgehen und dann danach ein Fußbad vielleicht machen mit diesem, was ich da euch vorgezeigt habe. Wo ist denn das überhaupt? Ach, da ist es. Da. Ja, bevor ich euch weiter voll jammer, ich beende jetzt dieses Video. Ich hoffe, euch haben die drei Videos trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen wütend worden bin während dem Videodrehen, aber das war eine Katastrophe. Und ich habe vor, ich muss mir auf die... Ich wollte sagen klöten, ich habe gar keine... Ich muss mir am Hinterkopf schlagen, dass ich nicht mehr so viel kaufe, sondern erstmal aufbrauche. Ich kriege ja sowieso auch so viel geschenkt. Ja, aber das...
mein Vorsatz für kommendes Jahr, also wenn ich in einem Jahr wieder ein Update-Video mache, will ich unbedingt, dass es weniger ist. Unbedingt. Unbedingt. Das heißt, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Ja, ich höre jetzt auf mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr könnt es mir mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ich will es irgendwie gar nicht wissen, aber ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Bis dann, bye!